er wichst das Ding da in Kopenhagen rein und hat diese geistige Schnelligkeit, während er noch rennt, zu wählen und ans Telefon zu gehen, sich dann so vor die Kurve zu stellen. Also, das ist durchgedreht. Football was my first love, international, präsentiert euch Hannover 96 im Europapokal. Es war uns natürlich allen klar, das erleben wir vermutlich genau ein einziges Mal im Leben und wir feiern alles ab, was da irgendwie kommen wird. Ja, wie lange sind wir zum Fußball gefahren oder aktiv zum Fußball gefahren und dann hat man diese Situation und wie lange malt man sich das aus und denkt sich, das muss so geil sein, mit seinem Verein ein Pflichtspiel zu haben in Europa und genau so ist es einfach. Die Fans von Hannover 96 mussten in den 80ern und 90ern wahrlich schwere Zeiten verkraften. Der Club aus Niedersachsen schaffte es damals nie wirklich, sich in der Bundesliga zu etablieren. Und umso überraschender war der DFB-Pokalsieg als Zweitligist im Jahr 1992, wo die Roten gleich 5 Bundesligisten rauskegelten. Auf diesem Weg qualifizierte sich 96 für die Teilnahme am Pokal der Pokalsiegerwettbewerb. Die gesamte Fanszene wartete sehnsüchtig auf das Abenteuer Europapokal und verfiel in eine Schockstarre, als die Losfee den Titelverteidiger SV Werder Bremen zog. Nach der ersten Runde schieden die Niedersachsen sang- und klanglos aus. Nur wer sehr viel Geduld aufbrachte, konnte sich den lang ersehnten Traum erfüllen, denn fast 20 Jahre später, im Jahr 2011, passierte erneut Überraschendes. Das war am 24. Spieltag. Da haben wir auswärts bei St. Pauli gespielt. In der 89. Minute das 1-0 gemacht. Und da kann ich mich erinnern, haben ganz viele angefangen zu reden, vielleicht spielen wir nächstes Jahr wirklich im Europapokal. Da hat das irgendwie angefangen, wirklich so dran zu glauben. In der Playoff-Runde schlug 96 sensationell den FC Sevilla. Und die Fanszene erlebte gleich 2 internationale Saisons mit allen Facetten des Europapokals. Wir wollten schon, dass die Leute, wenn sie nach Hannover kommen, dass sie dann vielleicht nochmal, um wirklich die Schönheit der Stadt zu sehen, vielleicht nochmal zweites Mal als Touristen wiederkommen müssen. Das war so unsere Zielsetzung. Und dann wurden es auch immer mehr Bullen und die hingen dann schon so aus ihren Transportern an den Seitentüren mit diesen Schrot- oder Gummischrotgewehren, die die haben. Also da hat man schon gedacht, so, das wird jetzt hier vielleicht ein bisschen anders. Und dann war natürlich die Bahn frei für die älteren Semester, die dann halt Richtung Steintor laufen konnten und dann, glaube ich, noch auf ihre Kosten kamen. Der Mob, der es am Abend vor dem Spiel zusammengerottet hat, sowas habe ich in Hannover tatsächlich in der Konzentration selten gesehen. Auch gerade, weil irgendwie gefühlt keine anderen 96 Fans in Brügge waren, nur Typen, die irgendwie Bock hatten. Für uns war aber gleichzeitig irgendwie immer klar, dass wir jetzt auch keinen Bock haben, wenn es mal ein bisschen handfester werden kann, um zu verstecken. Und sind dann mit Autos bis Görlitz gefahren, oder zumindest Teile der Szene, und sind dann mit dem Zug nach Breslau gefahren. 118 Leute haben es in den Zug geschafft. Daran merkt man, dass die Route natürlich auch nicht für jeden was war. Böse machen kann natürlich am nächsten Tag, ne? Also dann alle gerade irgendwie sich aus dem Bett geschält, Augen halb auf und dann kam schon die Nachricht, der Erste in der Kiste am Flughafen direkt wieder aus dem Flugzeug geholt und dann wurde es ziemlich hektisch. Die Polizei hat nämlich dermaßen massiv auf diese Faxen reagiert. Sowas Krasses hat, glaube ich, von uns noch keiner erlebt. Also sportlich ist das Ganze eigentlich, ja, kann man sagen, versöhnlich zu Ende gegangen, weil es war keine Schande, gegen so eine Truppe mit Samuel Eto'o auszuscheiden. Sportlich war das alles okay. Aber neben dem Platz, also auch dieses Verhältnis zur Vereinsführung, das war einfach eine ernüchternde Zeit dann am Schluss. Und insofern hat sich das so eingebettet in so ein, ja, in so einen Abwärtstrend eigentlich, ne, was das angeht. Ganz ehrlich, wenn wir tatsächlich nochmal in den Europapokal kommen, dann wäre ich da nicht mal wählerisch, dann wäre ich einfach erstmal nur dankbar. Mit Hannover durch Europa, ihr findet das dreiteilige Europapokal-Interview in der Football Was My First Love App.